Hi, dieses Seminar L2D2 trägt den schönen Präfix Medienkompetenz im Lehramt. Aber was ist das eigentlich, Medienkompetenz? Ganz viele Stellen schreien immer danach, dass wir mehr Medienkompetenz brauchen und dass sie noch mehr gefördert werden müsste. Aber was genau sich dahinter verbirgt, ist stark unterschiedlich. Und genau diese Unterschiede wollen wir uns in dieser Woche anschauen, indem wir uns verschiedene Modelle für Medienkompetenz mal im Detail anschauen. Das heißt, wir schauen rein, was für Dimensionen sind denn dort drin. Ja, das heißt, häufig wird unterschieden zum Beispiel zwischen einer Medienbedienkompetenz, also wie gut kann ich mit Computern umgehen, oder auch einer gewissen Reflexionskompetenz. Wie gut erkenne ich zum Beispiel in Medien Fake News und kann sie von echten Nachrichten unterscheiden. Und genau dieser kritisch-reflexive Umgang beschreibt ja auch ein Stück weit den Begriff Kompetenz, nämlich dass man eben diese Medien kritisch-reflexiv und einer oder seiner eigenen Situation angemessen nutzen kann. Und diese Nutzung, also dieser Kompetenzbegriff, der ist ja sehr vielschichtig, weil Nutzen kann einerseits heißen konsumieren, kann aber auch gleichzeitig heißen produzieren. Ja, und genau in diesen Dingen unterscheiden sich einige dieser Medienkompetenzmodelle grundlegend voneinander. Es gibt welche, die sind sehr übersichtlich und auf den ersten Blick sehr einfach und sehr klein. Und gleichzeitig gibt es auch Kompetenzmodelle, die sind sehr umfangreich und beinhalten sehr, sehr viele verschiedene Dimensionen. Und eines möchte ich an dieser Stelle ganz besonders hervorheben. Das ist nämlich das Kompetenzmodell der Kultusministerkonferenz, das im Jahr 2016 in dem Strategiepapier Bildung in einer digitalen Welt veröffentlicht wurde. Denn das ist tatsächlich handlungsleitend für angehende LehrerInnen und Lehrer, die später im Schuldienst tatsächlich ja als Staatsbedienstete diesen Auftrag haben, Medienkompetenz bei SchülerInnen zu fördern. Letzten Endes haben alle diese Modelle, die wir anschauen werden, Stärken, aber auch Schwächen. Und mein Ziel dieser Sitzung ist es, euch eben diese verschiedenen Modelle einmal aufzuzeigen, dass ihr später eine Argumentationsgrundlage habt und bestimmte Modelle hernehmen könnt, um bestimmte pädagogische Maßnahmen fundiert zu begründen. Und natürlich heißt es nicht, dass ihr euch das einfachste Modell raussucht und dann im Grunde alles damit begründen könnt, sondern ich möchte erreichen, dass ihr entsprechend der Maßnahme, die ihr umsetzen wollt, ein Modell auswählt und dann eben nach diesem Modell handelt oder euch das irgendwie hernimmt und vielleicht als Grundlage nehmt für die Dinge, die ihr tut. Vielleicht seht ihr aber auch irgendwie, keines der Modelle passt wirklich zu dem, was ich machen möchte. Und dann stückelt ihr euch selbst irgendwas zusammen aus diesen verschiedenen Modellen. Denn im Kern sind sie doch alle sehr ähnlich. Aber wie gesagt, das werden wir nochmal im Detail besprechen. Und hier sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.